Nein, absolut nicht. Es war ja eigentlich von vornherein zu erwarten, dass es eine schwere Saison sein wird. Wahrscheinlich auch bis zum letzten Spieltag eben gehen wird. So war eben ja letztes Jahr im Sommer der Gedanke gewesen. Saarbrücken zweimal aufgestiegen. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass die dritte Liga ein Selbstläufer wird. Aber ich denke, wir hatten in der Hinrunde Höhen und Tiefen gehabt. Aber wir haben trotzdem unsere Punkte geholt, haben sogar einige noch unglücklich auf der Strecke gelassen. Aber jetzt gerade in der Rückrunde mit den letzten Wochen, denke ich, haben wir auch bewiesen, dass wir uns eben weiterentwickelt haben. Ich denke, gerade die letzten 3 Spiele haben wir einfach gezeigt, dass wir die Geduld haben, wo wir vielleicht in der Vorrunde noch den ein oder anderen Gegentreffer dann bekommen hätten, haben wir eben nicht auf Teufel komm raus nach vorne gespielt, sondern haben die Ordnung nicht verloren und weiter geduldig auf die Chance gewartet. Und das hat sich dann auch ausgezahlt. Und ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir uns eine super Ausgangslage erarbeitet. Und ja, wir haben es in der eigenen Hand. Wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung. Und je schneller wir natürlich den Klassenerhalt schaffen, umso besser ist es für uns, umso besser ist es für den Verein. Er kann die Planungen schon vorantreiben für nächste Saison. Und ja, jetzt wollen wir natürlich versuchen, die Punkte noch zu holen. Ich sage, wir gehen in jedes Spiel motiviert. Klar ist jetzt das Interesse groß, weil Rostock den Aufstieg schaffen kann bei uns. Wie ich gehört habe, sind die Planungen ja von den Rostockern auch schon ziemlich vorangetrieben. Also sie gehen davon aus, dass sie hier aufsteigen werden. Und da ist natürlich unser Ziel, dagegen zu halten und wie die letzten Wochen eben auch hier die 3 Punkte zu lassen. Wir haben es gegen Dresden, gegen Offenbach gezeigt, dass wir auch gegen Spitzenteams zu Hause ja, gewinnen können, Paroli bieten können. Das haben wir in Rostock auch schon getan im Hinspiel und wollen natürlich den Rostockern ja, den Aufstieg um eine Woche noch vermiesen. Ganz klar, die werden mit Sicherheit hochgehen, die werden feiern können, aber sollen sie nicht gerade bei uns machen.